Willkommen zu einer neuen Folge Kümmer-Tutorials, mein Lieben. Heute häkeln wir endlich mal eine Socke. Vorab, ich habe ein Vierteljahr dran getüftelt, die richtige Sockenanleitung zu entwerfen, mich mit der Ferse zu beschäftigen, mit der Spitze, mit dem Bündchen und alles das zeige ich euch heute in diesem Video. Ich werde euch in dieser Anleitung erklären, was der Unterschied zwischen tierischen, pflanzlichen und synthetischen Fasern ist. Und alles das bekommst du auch nochmal in meiner schriftlichen Anleitung mit ganz vielen Bildern, die Ferse genau erklärt. In der Anleitung enthalten ist auch nochmal hier deine Socke. Und hier kannst du deine Größen eintragen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel eine 42 und da ist deine Schuhgröße, Maschenanzahl fürs Bündchen, die Reihen, der Schaft, die Ferse und so weiter und so fort. Bekommst du in der Anleitung zum Download dazu. Kannst du hier immer schön deine Daten eintragen. Und ganz wichtig, diese Anleitung gilt für 4-fach Sockengarn. Das sind die beliebtesten Sockengarne und die meisten verstricken oder verhäkeln diese. Und deswegen ist diese Anleitung auch speziell für Sockengarn geeignet. Hast du einmal hier die Möglichkeit, das Bild einfach abzuscannen und dann kommst du direkt zur Anleitung oder du guckst unter der Infobox, da ist auch nochmal alles verlinkt. Wenn du jetzt keinen Sockengarn hast oder ein anderes Garn nehmen möchtest, auch in einer anderen Stärke, kannst du die anpassen. Aber hier musst du wieder schauen, mit den Größen kann sich das dann variieren, deswegen 4-fach Sockengarn wäre das Beste für diese Anleitung. Ich erkläre dir heute auf jeden Fall Schritt für Schritt, wie das alles funktioniert. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich mega über ein Like freuen, gerne auch wenn du sie nachgehäkelt hast über einen Kommentar und vielleicht sogar, ob die Größen abweichen von dem, wie ich sie gehäkelt habe in der Größe 42. Aber jetzt genug geredet, ich wünsche euch viel Spaß beim Video und ja, los geht's. Für die Socken brauchst du nicht viel, ein Maßband, eine gewünschte Häkelnadel. Hier kommt es natürlich darauf an, wie fest du häkelst, deine festen Maschen. Wenn du fest häkelst, nimm eine große Häkelnadel, wenn du nicht so fest oder auch locker häkeln kannst, feste Maschen, dann kannst du eine kleine Häkelnadel nehmen. Ich habe die 2,5er verwendet. Am besten, du machst eine Maschenprobe und häkelst ein 10x10 cm Kästchen und fühlst erstmal, wie die Struktur der festen Maschen ist und danach entscheidest du, welche Häkelnadel du verwendest. Du kannst natürlich auch einfach immer 5 Reihen mit jeweils einer Häkelnadelgröße häkeln, feste Maschen, und dann merkst du auch, aha, okay, das finde ich gut, das finde ich schlecht. Dann brauchst du noch eine Schere und eine Nadel zum Vernähen, das ist alles. Jetzt gehen wir nochmal schnell in die Materialkunde rein, damit ihr wisst, welches Sockengarn sich wie verhält. Und zwar starten wir hier vorne mit dem ersten Paar. Hier haben wir ein ganz klassisches Sockengarn und zwar ist das 75% Schurwolle, also eine tierische Faser, und 25% Polyamid. Das sind die beliebtesten Zusammensetzungen von Sockengarn und bieten auch die meisten Hersteller an. Das ist ein Garn, was sich wirklich sehr schön für warme Füße eignet. Das heißt, Herbst-Wintersocken kannst du damit sehr gut häkeln. Sie sind schön dicht, atmungsaktiv und maschinenwaschbar. Und natürlich sehr strapazierfähig, dass du sie natürlich längere Zeit wie nur ein Jahr anziehen kannst. Du bekommst mit diesem Garn wirklich ein sehr schönes, dichtes Muster hin. Es ist schön weich, aber auch elastisch. Weiter geht's mit einer Polyacryl-Polyester-Mischung. Und hier ist natürlich ganz klar, es ist ein synthetisches Garn. Das Schöne ist, es ist wirklich sehr weich und das Maschenbild sieht auch sehr schön aus und hat mir auch so sehr gut gefallen. Hier habe ich mal die Spitze, die Ferse und das Bündchen in einer anderen Farbe gemacht. Und wer seine erste Socke häkelt, für den kann ich das empfehlen, weil man das Maschenbild halt auch wirklich sehr gut erkennt. Aber so vom Gefühl finde ich sie sehr schön, sie ist wirklich weich, das Maschenbild halt auch wirklich sehr gut erkennt. Weiter geht's mit einem Sockengarn mit Baumwollanteil, das heißt pflanzlichen Fasern. Diese Garne sind geeignet für Socken für den Sommer. Das heißt, das Garn ist nicht so weich, sondern eher wirklich ein bisschen robust fühlt sich das an. Das Maschenbild finde ich sehr schön. Und hier muss man auch gucken, nachdem ich die Socke jetzt einmal anhatte, ist das Bündchen schon sehr locker geworden. Also hier könnte man sogar eine Nadelstärke kleiner nehmen. Bei der Ferse darf man auch nicht zu fest werden, weil dann hat man so ein paar kleine Löcher, da muss man schauen. Ansonsten für Sommersocken sind Garne mit Baumwollanteil bzw. Pflanzenfasern gut geeignet. Ja, das war meine kleine, schnelle Materialkunde und jetzt geht's mit der Anleitung weiter. Wie viele Maschen brauchst du für deinen Fuß? Und zwar berechne ich das ganz einfach. Ihr habt euren Knöchel, je nachdem wie hoch eure Socke werden soll. Nehmt ihr euer Maßband und legt das Maßband um die gewünschte Höhe. In diesem Fall sind es 26 cm. Das ist jetzt nur zum Zeigen. Das heißt,
Ich werde natürlich die Socke auf meine Größe berechnen und das zeige ich euch jetzt. Meine Socke soll jetzt eine Höhe von 15 cm haben und mein Umfang meines Beines sind insgesamt 25 cm, also nicht 26 cm wie hier, sondern 25. Das sind meine Maße. Ich verwende heute Super Socke 100 Miami, 100 Gramm sind 460 Meter und in der Regel reicht das für zwei Socken, also ein Paar. Das ist ein Baumwollgarn, das habe ich euch ja eben schon gezeigt. Hegenadelstärke verwende ich eine Klobernadel in der Stärke 2,5. Wenn dein Bündchen etwas fester werden soll, dann kannst du auch eine Nadelstärke kleiner nehmen, eine 2,0. Dann gehst du keine Gefahr, dass dein Bündchen zu locker wird. Das kann ich euch jetzt jedenfalls ans Herz legen bei dem Garn mit Baumwollanteil. Ansonsten kann es jetzt losgehen. Ich starte jetzt also mit einer Anfangsschlaufe. Und schlage meine 54 Maschen an. Ich habe ja schon zwei Socken vorgehäkelt. Minus 6 Maschen, damit es ein bisschen fester ist. Ich wollte die Nadelstärke nicht wechseln. Und schlage also jetzt 48 Maschen an. Ich habe jetzt meine gewünschte Maschenanzahl eingeschlagen. Und zwar sind das 48 Maschen. Minus die 6 natürlich, weil ich ja das Bündchen etwas fester möchte. Und ich habe ja hier jetzt ein Pflanzengarn, beziehungsweise ein Garn mit pflanzlichen Fasern für eine schöne Sommersocke. Und das ist ziemlich elastisch. Das heißt, wenn ich das jetzt auf die 25 cm ziehe, ist das gar kein Problem. Es ist immer noch so elastisch und weich. Das liegt natürlich an der Faser. Das kommt natürlich darauf an, welches Garn ihr verwendet. Jetzt habt ihr 48 Maschen. Und jetzt könnt ihr das schon mal probeweise um euer Knöchel legen. Und probieren, wie das passt. Ist das zu locker? Ist das zu fest? Weil wenn ihr das überspannt, merkt ihr ja schon, okay, dann müssen jetzt noch ein paar Luftmaschen dazwischen, weil es passt nicht um meinen Knöchel. Das müsst ihr schon mal testen, weil sonst häkelt ihr euch dumm und dämlich und am Ende passt die Socke nicht. Also immer schön anpassen und probieren. Hier passt jetzt natürlich nicht, aber um mein Bein passt es. Jetzt könnt ihr die Luftmaschenkette wieder aufmachen, weil jetzt häkeln wir erstmal in Reihen, bevor wir weiter in Runden häkeln. Ihr macht eine Anfangsschlaufe und jetzt schlagt ihr eine gewünschte Maschenanzahl an, zum Beispiel ihr möchtet ein 10 cm breites Bündchen haben oder nur ein 5 cm breites Bündchen haben und schlagt so viele Luftmaschen an. Ich schlage jetzt 10 Luftmaschen an. Und jetzt wird in Reihen gehäkelt. Das heißt, ihr stecht hier in die erste Masche ein, ins hintere Maschenglied. Und häkelt eine feste Masche. Das macht ihr die komplette Reihe in alle 9 Maschen. Oder die Maschenanzahl, die ihr angeschlagen habt. Achtet natürlich darauf, wie fest ihr häkelt. Und wie sich das Garn verhält, sonst müsst ihr natürlich schauen, wenn ihr fester häkelt, müsst ihr natürlich eine größere Nadelstärke nehmen. Das müsst ihr ein bisschen austesten, dass es wirklich von Garn, Faser und deiner Häkeltechnik, wie fest du häkelst, unterschiedlich. So, jetzt haben wir die erste Reihe gemacht. Reihenende immer eine Wendeluftmasche, Arbeit drehen. Und jetzt wieder ins hintere Maschenglied 9 feste Maschen zurückhäkeln. Und dann sind wir schon mit der zweiten Reihe fertig. Ich habe hier einen Reihenzähler, damit ich auch wirklich auf die Maschenanzahl komme, die ich am Anfang angeschlagen habe. Weil ich mache das Ganze jetzt insgesamt 48 Reihen. Wenn ich die 48 Reihen gehäkelt habe, hin und her, dann sehen wir uns wieder und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So, die letzte Masche ist hier immer ein bisschen versteckt. So, sind wir schon fertig mit Reihe 2, eine Wendeluftmasche, Arbeit drehen und wieder zurückhäkeln. Und dann geht es mit Reihe 3 jetzt weiter. Wenn ihr das gemacht habt auf eure Luftmaschenkette, die ihr von angeschlagen habt, dann sehen wir uns wieder und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Ich bin jetzt in meiner 48. Reihe. Das ist natürlich hier schön mit meinem Reihenzähler immer mitgemacht, damit ich auch wirklich die
Maschenanze habe, die ich mir vorgestellt habe. So, und fertig ist euer Bündchen. Und ihr seht auch durch dieses Ziehharmonika-Prinzip, so nenne ich das immer, und ihr seht ja schon, wie elastisch das jetzt ist. Je nachdem, wie fest ihr häkelt. Ich achte immer darauf, locker zu häkeln. Den Faden ganz locker, zweimal um den Finger, weil ich bin durch die Amigurumis gewohnt, fest zu häkeln. Aber ihr seht ja hier schon schön, wie schön elastisch und weich das ist. Und jetzt immer wieder zwischendurch probieren, ob das Ganze passt. Ich habe jetzt hier mein Sockenbrett genommen. Das geht ein bisschen einfacher, auch wenn das nicht meine Größe ist. So, wir haben jetzt das Bündchen erstmal soweit fertig. Ich habe jetzt abgemessen mein Bündchen und wollte ein Bündchen für 25 cm. Das sind gleich die Luftmaschenanzahl, nämlich 48 Luftmaschen. Haben wir die 48 Maschen. Das Bündchen muss jetzt noch zu einer Runde geschlossen werden, bevor wir mit dem Sockenhals weitermachen. Es ist jetzt egal, ob ihr oben oder unten die Reihe behäkelt. Ihr legt jetzt beide Enden übereinander und jetzt häkelt ihr hier in das hintere Maschenglied und hier auch und macht eine Kettmasche. Dann in die nächste Masche, zack, nur in ein Maschenglied häkeln, hier in der unteren Seite ins hintere und hier in die äußere Masche. Eine Kettmasche und das macht ihr jetzt in alle neuen Maschen oder halt die Luftmaschenanzahl, die ihr für euer Bündchen gewählt habt. So und fertig, jetzt klappt man das Ganze mal auseinander und ihr seht, ihr habt keinen Übergang. Auch von der anderen Seite seht ihr nicht, wo ihr die Socke zusammengehäkelt habt. Ich drehe das Ganze jetzt von außen nach innen, also so, mache eine Luftmasche. Und jetzt behäkeln wir hier oben die äußere Seite. Und zwar ganz einfach. Wir häkeln jetzt feste Maschen. Hier wieder darauf achten, nicht zu fest häkeln. Und häkelt eine feste Masche. Jetzt habt ihr immer ein Berg und ein Tal. Hier das Erhabene, was so ein bisschen absteht nach oben, das ist oben. Und dazwischen ist immer das Tal. Und wir häkeln jetzt eine Masche in das Tal und eine Masche oben auf die Spitze von dem Hügel. Jetzt kommt hier wieder das Tal, eine Masche. Und hier wieder der Hügel. Ich finde, so lässt sich das am einfachsten erklären. Ich könnte jetzt auch sagen, verteilt eure 48 Maschen wieder auf der Runde. Das sollt ihr jetzt nämlich machen, aber wenn ihr das immer so im Wechsel macht, ins Tal einstecht, eine feste Masche, hier wieder auf die Spitze, dann denke ich, dass ihr ganz gut gleichmäßig eure 48 Maschen verteilen könnt. Beziehungsweise die Maschenanzahl, die ihr gewählt habt. Wenn ihr jetzt hier zum Beispiel immer bei der Wendeluftmasche eine zu große Lücke habt, könnt ihr auch ein bisschen darunter einstechen, dass die Lücke halt abgedeckt ist. Ich mache das jetzt die komplette Runde und verteile meine 48 Maschen. Und wenn wir das gemacht haben, sehen wir uns wieder. 47 und 48. So, meine Maschenanzahl ging genau auf. Jetzt mache ich hier eine Kettmasche. Und jetzt könntet ihr, wenn ihr mehrere Farben nehmt, natürlich auch einen Farbwechsel machen. Oder ihr häkelt jetzt einfach weiter. Jetzt geht es weiter mit dem Sockenschaft oder mit dem Sockenhals. So, jetzt nehme ich wieder 6 Maschen zu. Ich habe ja 48 Maschen und werde jetzt einfach auf 54 Maschen zunehmen. Das heißt, ich werde jetzt jede 8. Masche zunehmen. Und je nachdem, wie viele Maschen du hast, wenn es durch 6 teilbar ist, nimmst du deine Maschenanzahl zu. Wenn du jetzt 36 hast, nimmst du danach jede 7. Masche zu und so weiter und so fort. Also häkle ich jetzt 7 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und jetzt kommt die 8. Masche, diese verdoppeln wir. Eine feste Masche in die Masche und noch eine zweite feste Masche in dieselbe Masche. Also ich würde euch schon empfehlen, egal ob ihr jetzt
ob euer Muster durch 6 aufgeht oder nicht. Wenn es jetzt durch 4 ist, dann nehmt ihr halt 8 Maschen zu. Das müsst ihr euch aber individuell ausrechnen, damit die Maschenanzahl halt aufgeht. Ich würde schon zwischen 4 und 8 Maschen nach dem Bündchen verdoppeln. Ich verdopple jetzt auf die 54 Maschen die Runde, jede 8. Masche, und danach sehen wir uns wieder. Und jetzt verdopple ich nochmal die letzte Masche. Ich weiß immer, hier wo mein Anfangsfaden ist, da weiß ich, dass hier meine Runde beginnt. So, jetzt haben wir insgesamt 54 Maschen in der Runde. Und jetzt häkelst du in Spiralrunden weiter, ohne Kettenmasche, ohne alles. So, jetzt haben wir den Sockenschaft. Das heißt, wir haben ja die 48 Maschen. Die haben wir verdoppelt auf 54 Maschen. Sorry für meine Schrift. 54 Maschen. Und jetzt geht's in Spiralrunden jede Masche weiter. Also in meine 54 Maschen. So, jetzt häkeln wir hier diesen Teil. Und der wird bei mir insgesamt 30 Runden. 30 Runden häkle ich jetzt ohne Zunahmen, ohne alles in die 54 Maschen, und das wird mein insgesamter Sockenhals. Jetzt musst du wieder darauf achten, häkle erstmal, je nachdem wie fest du häkelst, 5 Runden, 5 bis 10 Runden feste Maschen insgesamt, und probier die Socke dann an, damit du weißt, aha, das passt, das ist zu locker, das ist zu fest, je nachdem musst du nochmal zunehmen oder vielleicht vorher abnehmen, damit du nicht den ganzen Sockenhals machst und dann merkst, okay, hier unten, es passt überhaupt nicht. Also schön anprobieren nach 5 bis 10 Runden, und danach sehen wir uns eigentlich auch schon wieder für den Fersenteil. Weil ich brauche jetzt hier nichts weiter zeigen, wie ich hier schön in Spiralrunden in meine 54 Maschen häkle. Deswegen mache ich das jetzt, und danach sehen wir uns wieder, und dann zeige ich euch natürlich, wie die Ferse funktioniert. Ich habe die ersten 5-6 Runden gehäkelt, und jetzt solltet ihr die Socke anprobieren, ob die euch auch um den Knöchel passt und ob die halt schön locker sitzt. Jetzt kannst du aber weiter häkeln. Ich häkle jetzt insgesamt 30 Runden. Und nach den 30 Runden feste Maschen sehen wir uns wieder. Natürlich könnt ihr hier auch schauen, wie euer gehäkeltes Stück aussieht, ob das so in Ordnung ist, ob das Löcher wirft oder nicht. Je nachdem müsst ihr die Nadelstärke nochmal wechseln. Aber ich bin so zufrieden mit der Nadelstärke 2,5, nicht zu fest und nicht zu locker, und gibt ein schönes Maschenbild. Ich habe meine 30 Runden jetzt gehäkelt und habe jetzt hier insgesamt fast eine Länge von 15 cm. Ta-ta-ta-ta. So wie ich mir das vorgestellt habe. Und jetzt geht es natürlich an den Teil mit der Ferse. Das ist auch das Aufwendigste oder Komplizierteste, aber ich werde euch erklären, wie das funktioniert, und zur Not könnt ihr euch natürlich auch in die schriftliche Anleitung gucken. Wir müssen die Ferse jetzt natürlich aufteilen. Das heißt, wir haben jetzt bei mir in meinem Fall 54 Maschen. Die teilen wir durch 2. Das heißt, ihr habt 27 Maschen. Und das ist genau die Hälfte der Socke. Ihr häkelt jetzt eure Maschenanzahl, was die Hälfte natürlich ist. Bei mir sind 27 Maschen. Ich werde das jetzt mit dem Maschenmarkierer links und rechts markieren, damit ihr das seht. Hier ist unsere erste Masche. Markiere jetzt die Masche, in der ich gerade bin. Jetzt behäkle ich die Hälfte der Maschen, die ich gerade ausgerechnet habe. Also 27 Maschen in meinem Fall. Das mache ich jetzt mal schnell. Und 27. Und hier auch, und auch hier setze ich den Maschenmarkierer in die jetzt 28. Masche, damit wir wirklich nur im Bereich der 27 Maschen häkeln. Ihr seht jetzt, ich habe das hier beides markiert, und auf dem Bereich häkeln wir jetzt unsere Ferse weiter. Diese werden in Reihen gehäkelt und nicht mehr in Spiralrunden. Also wir haben jetzt die Ferse schon mal halbiert, das heißt, wir haben gerechnet 54 durch 2, da hatten wir 27 Maschen. So, und das ist natürlich die Hälfte von links nach rechts. Und jetzt müssen wir die 27 Maschen, also die Hälfte, nochmal in 3 gleich große Teile machen. Das heißt, wir rechnen nochmal geteilt durch 3 sind 9. Das heißt, ich nehme jetzt so lange links und rechts ab, bis ich am Ende nur noch 9 Maschen habe. Und je nachdem, wie viele Maschen du hast, musst du natürlich so viele Maschen abnehmen, wie deine Socke in der Hälfte ist. Wenn die Maschenanzahl nicht aufgeht, nehmt
lieber noch einmal mehr links und rechts ab als einmal zu wenig. Das heißt, wenn ihr jetzt eine 10,5 habt, nehmt lieber noch einmal ab, damit ihr, wenn jetzt eine ungerade Zahl rauskommt, dann könnt ihr einfach auf- oder abrunden. Das auf 1, 2 Maschen kommt es da auch nicht drauf an. So, wir wissen jetzt, dass die 27 Maschen teilen wir nochmal durch 3. Und da hatten wir jetzt natürlich 9. So. Das heißt, wir müssen jetzt unsere Ferse, sind jetzt unsere drei Teile, 9, 9, 9. Und wir nehmen jetzt immer links und rechts ab, bis wir hier nur noch 9 Maschen haben. Das heißt, jede Reihe beginnt immer mit einer Steigeluftmasche, Arbeit drehen. Und jetzt stecht ihr in dieselbe Masche ein, holt den Faden und in die daneben liegende Masche holt den Faden und mascht die zusammen ab. Jetzt haben wir eine Abnahme gemacht, das heißt, wir haben nur noch 26 Maschen. Jetzt häkelst du bis zu den vorletzten 2 Maschen und dort häkeln wir die nächste Abnahme. So, darauf achten, der Markierer wird nicht beachtet. Jetzt stechen wir in die vorletzte und in die letzte und häkeln die beiden zusammen. Eine Wendeluftmasche, Arbeit drehen. Und jetzt haben wir nur noch 25 Maschen. Jetzt wieder in die erste einstechen, Faden zurückholen und in die zweite einstechen, Faden zurückholen. Zusammen häkeln und wieder feste Maschen bis zu den letzten, vorletzten 2 Maschen häkeln. Jetzt sind wir wieder an unseren letzten beiden Maschen, wieder einstechen, Faden holen, in die letzte Masche einstechen, Faden holen und abmaschen. Eine Wendeluftmasche, Arbeit drehen und wieder die erste und die zweite Masche abnehmen. Die restliche Reihe feste Maschen, die letzten 2 Maschen wieder abnehmen und so macht ihr das Reihe für Reihe, so lange bis ihr eure gewünschte Maschenanzahl habt. Ich natürlich mit meinen 9 Maschen. Und meine letzte Abnahmestelle. Eine Kettmasche und eine Wendeluftmasche. So, jetzt haben wir den ersten Teil der Ferse geschafft. Insgesamt 10 Reihen habe ich jetzt gehäkelt und jeweils immer links und rechts abgenommen. Jetzt müssen wir natürlich die Fersenwand wieder aufbauen. Wir haben sie jetzt abgebaut, also schmal geworden und jetzt müssen wir natürlich wieder breiter werden. Dazu nehme ich jetzt immer meine Maschenmarkierer. Ich nehme jetzt hier den ersten. Und hier an den Seiten habt ihr jetzt immer von eurer Wendeluftmasche und hier habt ihr die einzelnen Knötchen. Die liegen so etwas quer auf der Reihe. Ich hoffe, ihr erkennt das. Hier, hier, hier und hier. Ihr nehmt also jetzt euren Marker und setzt den immer in so ein Knötchen rein, beziehungsweise in die querliegende Schlaufe. So. Und dasselbe machen wir jetzt auf der anderen Seite auch. Marker raus. Und auch hier auf der Seite habt ihr hier diese Randknötchen. 1, 2, 3, 4, 5. Das seht ihr auch gut, wenn ihr jetzt einen Farbwechsel habt. Das ist immer eine Hin- und Rückreihe. Hin- und Rückreihe, Hin- und Rückreihe. So, genug gequasselt. Hier nach unten zu eurem ersten Knötchen bzw. eurer seitlichen Kettmasche. Und es ist egal, ob eure Reihe auf der Seite oder auf der Seite endet. Und jetzt starten wir mit der Zunahme bzw. unsere Fersenwand wieder aufzubauen. Das heißt, unsere Wendeluftmasche haben wir schon gemacht und jetzt häkeln wir erstmal die 9 Maschen zurück. 8 und 9.
Damit wir jetzt hier zu unserem Marker kommen, steche ich hier also einmal hier in den Zwischenraum zwischen den zwei Reihen, nämlich hier die letzte und vorletzte. Da kommt eine feste Masche hin und dann noch eine da, wo unser Marker ist, nämlich hier, wo unser seitliches Knötchen ist. Stech da ruhig entweder direkt ein, ihr könnt aber auch etwas darunter einstechen. Macht das so, damit die Maschen sich hier nicht spalten und hier so eine Lücke habt, sondern da müsst ihr ein bisschen schauen, je nachdem wie fest ihr häkelt. Und eine Masche direkt in die Kettmasche. So, jetzt wieder den Marker nehmen. Und jetzt hüpfen wir hier runter zu unserer nächsten seitlichen Luftmasche von der nächsten Reihe. Und dazwischen sind immer eine Hin- und eine Rückreihe, deswegen häkeln wir zwei Maschen dazu. Eine in diesen Zwischenraum und eine direkt da, wo die Kettmasche ist. Oder halt darunter, je nachdem, ob da jetzt eine Lücke ist oder nicht. Eine Wendeluftmasche, Arbeit drehen und wieder in jede Masche eine feste Masche bis zum Marker. Ich zähle das immer sehr gerne mit, jede Reihe, weil dann komme ich nicht durcheinander. Wenn ihr jetzt aber doch mal bei der Zunahme, das merkt ihr meistens erst bei der letzten oder vorletzten Reihe, eine oder zwei Maschen zu viel oder drei oder vier Maschen zu viel zugenommen habt wieder, zeige ich euch dann aber auch noch einen Trick. Hier auf der Seite müssen wir jetzt natürlich auch nach unten, das heißt hier auch wieder in diesen seitlichen Zwischenraum eine feste Masche, Marker rausnehmen. Und hier ist mein Knötchen, eine feste Masche. Wieder Marker nehmen. Und hier unten ist unsere nächste Hin- und Rückreihe. Hier wieder im Zwischenraum eine feste Masche und dann wieder hier, wo unsere Marker sitzt. Jetzt aber erstmal wieder die Rückreihe häkeln. Und es werden feste Maschen bis zum Marker gehäkelt. Jetzt wieder in den Zwischenraum eine feste Masche. Und jetzt da, wo der Marker ist. So, hier mache ich jetzt nochmal auf. Ich habe ja gesehen, die ist ein bisschen zu locker geworden, die Masche. Deswegen häkle ich die jetzt einfach nochmal. Eine feste Masche und dann nochmal hier. Eine feste Masche. So, schön festziehen. Eine Wendeluftmasche. Und den Marker wieder versetzen. So macht ihr das jetzt Reihe für Reihe. Ich schaue mal, wie viele Maschen ich jetzt hier, wenn ich hier angekommen bin, übrig habe. Ich müsste auf 27 kommen, aber es kann auch sein, dass ich auf 30 Maschen komme. Aber das werden wir gleich sehen. Und jetzt seht ihr hier schon schön, wie die Rundung von unserer Ferse entsteht. Ich mache jetzt hier meine letzte Zunahme. Also ich nehme wieder Maschen auf, sagen wir so, es ist ja keine direkte Zunahme. Und jetzt hier in die letzten Masche. So, und jetzt sind wir wieder auf unseren 27 Maschen, habe nämlich schön mitgezählt und meine Ferse ist jetzt fertig. Wenn ihr jetzt einmal oder zweimal, wie gesagt, oder drei, viermal zu viel zugenommen habt, häkelt ihr jetzt weiter in Spiralrunden und hier, wo eure Marker links und rechts sitzen, ich habe jetzt meine hier schon mal rausgemacht, aber auf beiden Seiten, da an der Stelle macht ihr einfach jeweils pro Runde links oder rechts eine Abnahme hin. Das heißt, wenn ich habe jetzt 27 Maschen, wenn ich jetzt 30 gehabt hätte, hätte ich jetzt wieder in Spiralrunden weitergehäkelt. Hier sind meine 27 Maschen. Hier und hier ist mein Marker. Und jetzt häkle ich ja, weil ich jetzt auf meiner Größe wieder bin, nach meinen 10 Reihen hin und her, wo ich die Maschen wieder aufgenommen habe, links und rechts, häkle ich jetzt einfach in Spiralrunden hier weiter. Und hier an der Stelle und hier unten an der Stelle macht ihr einfach jeweils eine Abnahme, dann habt ihr schon mal zwei Maschen weniger, dann häkelt ihr weiter und dann macht ihr wieder immer hier links oder rechts die Abnahme, je nachdem wie viele Maschen ihr zu viel habt. Und jetzt geht es ganz normal weiter in meine 54 Maschen in Spiralrunden.
Bei meiner Größe 42 häkle ich also jetzt noch 35 Runden, bevor ich mit der Spitze der Socke anfange. Und wenn ich meine 35 Runden gehäkelt habe, feste Maschen, sehen wir uns wieder. Je nachdem, was du für eine Fußgröße hast, sehen wir uns dann wieder zur Abnahme der Spitze. Da bin ich wieder. Ich habe jetzt fleißig meine 35 Runden gehäkelt. Die trage ich jetzt hier natürlich ein, damit ich dann auch immer Bescheid weiß. So, und jetzt kommt es zum letzten Teil, nämlich zu unserer Spitze. Hier brauche ich eigentlich nicht viel eintragen. Hier kann ich jetzt eintragen, wie viele Runden ich abgenommen habe, um meine Spitze fertig zu bekommen. Und dann habt ihr immer eure Maße für eure Socke. Ich habe verschiedene Abnahmetechniken probiert, also mit verschiedenen Maschenanzahlen. Und für mich persönlich ist durch 4 am schönsten. Also immer 4 Maschen abnehmen sieht wirklich am allerschönsten aus. Ihr bekommt eine wirklich sehr schöne halbrunde Spitze und das sieht wirklich richtig gut aus. Jetzt habe ich natürlich das Problem, ich habe 54 Maschen. Ich habe ja 54 Maschen, das ist nicht durch 4 teilbar, deswegen muss ich mir jetzt die nächste Zahl suchen und zwar ist das die 52. Ich muss jetzt erstmal in der Runde 2 Maschen abnehmen, um auf eine Viererfolge zu kommen. Deswegen nehme ich jetzt jede 26. und 27. Masche ab. Und mit der Zahl 52 kann ich dann natürlich immer schön 4 Maschen abnehmen. Und zwar jede 13. und 14. Dann jede 12. und 3. Dann jede 12. und 13. Und so weiter und so fort. Und dann nehme ich so lange ab, bis ich am Ende noch 8 Maschen übrig habe. Das heißt, ich nehme jetzt einfach weiter in Spiralrunden ab. Ihr könnt jetzt natürlich auch wieder einen Farbwechsel machen, wenn ihr wollt. Und nehme jede 26. und 27. Masche ab. Und danach jede 13. und 14. Und so weiter und so fort, bis ich auf 8 Maschen komme. Wenn du jetzt natürlich eine andere Maschenanzahl hast wie ich. Ich wollte euch das nochmal schnell zeigen. Wenn du jetzt angenommen 50 Maschen hast und rechnest die durch 4, geht das natürlich nicht auf. Das heißt, ich nehme dann eigentlich fast immer die 50 und teile die durch 2. Und dann weiß ich, aha, 25. Also muss ich jede 24. und 25. Masche abnehmen, habe zweimal abgenommen und komme dann auf 48 Maschen. Bei 48 Maschen weiß ich, wenn ich die durch 4 rechne, dann weiß ich, ich muss jede 11. und 12. Masche abnehmen. Und ab der nächsten Runde wird es ja dann einfach, weil ihr geht dann immer eine Zahl weiter runter. Jede 11. und 12. Dann jede 10. und 11., jede 9. und 10. und so weiter und so fort nach unten. Und so nehmt ihr jede Runde 4 Maschen ab. Also ganz easy Rechnung. Ich häkle jetzt meine eine Abnahme, wo ich jede 26. und 27. Masche abnehme. Und danach mache ich mit der Viererreihe weiter. Und dann sind wir auch schon fast fertig mit unserer Sockenspitze. Ich habe jetzt meine erste Runde, meine 2 Maschen abgenommen. Was ich euch jetzt aber noch zeigen wollte ist, ich nehme jetzt jede 12. und 13. Masche ab, um 48 Maschen zu kommen. Und ich häkle jetzt also meine 11 festen Maschen. Deswegen habe ich jetzt erstmal hier meine 11 festen Maschen gehäkelt. Und jetzt kommt meine Abnahme. Macht bitte keine normale Abnahme, wie die meisten kennen. Also einstechen, Faden holen, in die nächste Masche einstechen und Faden holen. Das bitte nicht machen. Sondern tut mir alle den Gefallen und macht eine unsichtbare Abnahme. Stecht bitte in das vordere Maschenglied der 12. und in das vordere Maschenglied der 13. Masche. Holt den Faden durch die Masche und mascht die 2 Schlaufen ab. Jetzt habt ihr die 2 Maschen zusammen abgemascht und man sieht es nicht. Dazu gibt es auch nochmal ein extra Video auf meinem Kanal. Vielleicht verlinke ich euch das oben rechts oder schreibt es mir mal in die Kommentare, falls ich es vergessen habe. Und jetzt macht ihr nochmal weiter. Häkelt eure festen Maschen bis zur nächsten Abnahmestelle. Nur darauf achten, vordere und in das vordere Maschenglied der nächsten Masche. Und das zusammen abmaschen. Gut, jetzt macht ihr einfach wie gewohnt eure Abnahmen. Und dann sehen wir uns noch zum Abschluss der Spitze wieder. Ich habe jetzt meine halbrunde Spitze fertig. Meine letzten 8 Maschen. Faden abschneiden. Durch die Schlaufe ziehen. Und jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch verschließen. Das heißt, ich gehe im Ziehharmonika-Prinzip von innen nach außen durch jede Masche.
eine komplette Runde und dann ziehen wir das Ganze zusammen. Nicht zu fest, nur so, dass es vorne wirklich zu ist. Und jetzt gehe ich noch mal ganz grob durch die Maschen. Zwei, dreimal rum und verschließe die Spitze. Jetzt Faden nach innen legen und dann sind wir auch schon fertig. Natürlich müssen wir dann noch hier oben am Anfang den Faden vernähen. Das machen wir natürlich auch von innen. So, jetzt wollen wir unser fertiges Söckchen natürlich auch auf das Sockenbrett ziehen. So. Und fertig ist eure Socke. Ich habe natürlich schon beide Socken gehäkelt und das ist noch übrig. Ihr bekommt aus einem klassischen 100 Gramm Sockengarn ein paar raus. So ist das natürlich auch mit allen anderen Garnen, die ich euch gezeigt habe. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen. Wenn ja, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen und auch, ob ihr schon eine Socke gehäkelt habt. Habt ihr Lust auf mehr Muster? Ich bin auf jeden Fall super gespannt. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen und bis zur nächsten Folge Kümmer-Tutorials.